Wir haben den großen Bereich Liebe, Partnerschaft, Sex. Das ist dieses Thema dieser drei Abende. Und ich habe an den letzten beiden Abenden schon viel über Partnerschaft gesprochen, über Beziehung. Ich habe viel gesprochen über den ersten Vorsatz, Liebe, Gewaltlosigkeit. Ich habe sehr viel auch gesagt über den zweiten Vorsatz, das zu vermeiden, nicht Gegebenes zu nehmen und die Übung von Großzügigkeit. Ich habe ein bisschen was zum vierten und fünften Vorsatz gesagt, aber den dritten habe ich bis jetzt ganz außen vor gelassen, weil das ist mein Thema für heute Abend. Und wenn wir über den dritten Vorsatz hier sprechen, so in diesem buddhistischen Zentrum, sprechen wir ja öfter drüber, reden wir meistens über die positive Formulierung des dritten Vorsatzes. Also zum Beispiel, wenn wir unseren buddhistischen Aktionsmonat im Juni haben, ist ganz viel die Rede vom dritten Vorsatz im Sinne von Zufriedenheit kultivieren, weniger konsumieren, mit dem zufrieden sein, was man hat. Also darüber reden wir recht viel. Aber heute möchte ich mich hauptsächlich auf die negative Formulierung des dritten Vorsatzes konzentrieren, nämlich auf die Frage, was ist gemeint mit sexuellem Fehlverhalten. Ja, die negative Formulierung ist das, was wir vermeiden wollen, und im dritten Vorsatz heißt es, wir vermeiden sexuelles Fehlverhalten. Also Sex und Ethik ist mein Thema für heute Abend, obwohl der dritte Vorsatz viel größer ist als nur der Bereich Sex. Das kommt vielleicht auch zum Ausdruck. Ich muss sagen, ich habe mich persönlich lange Zeit gefragt, also wirklich jahrelang, immer wieder mal, wenn ich über die fünf Vorsätze nachgedacht habe, immer wieder gefragt, wieso gibt es den dritten Vorsatz? Ich muss sagen, ein paar Jahre lang dachte ich, eigentlich ist der überflüssig. Und streng genommen ist der auch, mindestens in seiner negativen Formulierung, eigentlich überflüssig. Denn wenn man Sex hat, wenn man ein Sexleben hat, wo man nicht verletzt, weder sich selbst noch die Partner, mit denen man zu tun hat, erster Vorsatz, wo man nichts nimmt, was einem nicht wirklich freiwillig und gerne gegeben wird, zweiter Vorsatz, wo man nicht betrügt oder nicht lügt, vierter Vorsatz, und das Ganze auch noch nüchtern macht, fünfter Vorsatz, dann kann ja nicht so richtig viel schief gehen bei Sex, ne? Also wenn man wirklich diese vier Vorsätze umsetzen würde, dann braucht man eigentlich den dritten Vorsatz nicht wirklich, weil eigentlich, was heißt ja, wenn man diese vier umsetzt, ist eigentlich der ganze Bereich der Ethik mehr oder weniger abgedeckt. Im Laufe der Jahre habe ich aber mehr verstanden, dass es wahrscheinlich sehr weise war, dass der Buddha den dritten Vorsatz trotzdem eingeführt hat und es nicht bei vier belassen hat. Zum einen ist mir mehr und mehr bewusst geworden, dass Sexualität ein Gebiet ist, wo unglaublich viel schief gehen kann und auch tatsächlich unglaublich viel schief läuft. In der Welt um uns herum, vielleicht auch im eigenen Leben, aber auf jeden Fall in der Welt um uns herum können wir eine Menge sehen, was im Bereich Sexualität richtig ethisch schief läuft. Ich habe mal recherchiert und herausgefunden, dass es recht realistische Schätzungen gibt. Es ist manchmal schwierig, solche Zahlen ganz faktisch klar zu haben, aber so Dunkelstudien weisen darauf hin, dass wahrscheinlich von all den Frauen, die heute in Deutschland leben, fast jede siebte Opfer von sexuellen Handlungen war, die strafrechtlich relevant sind. Das heißt, Opfer von Vergewaltigung oder von versuchter Vergewaltigung oder von Nötigung. Das ist eine Menge. Wahrscheinlich von all den Frauen, die heute Abend hier sitzen, ihr könnt mir ja nachher sagen, wenn das bei euch nicht so ist, sitzen mehr Männer hier heute Abend. Von all den Frauen, die hier sitzen, würde ich vermuten, dass nicht eine einzige sagen würde, dass sie niemals irgendwie sexuell einen Übergriff erlebt hat. Ja, wenigstens verbal oder mit Blicken oder mit Berührungen. Ja, nicht unbedingt jetzt strafrechtlich relevant, aber irgendwas, was übergriffig war, was eine Form von sexueller Belästigung war. Wahrscheinlich jede Frau hat das irgendwann in ihrem Leben erlebt. Und wahrscheinlich haben manche von uns wirkliche Strategien entwickeln müssen, wie wir in bestimmten Situationen das von uns fernhalten. Es ist natürlich auch der ganze Bereich von sexuellem Missbrauch an Kindern ist ein Thema, mehr und mehr. Ich glaube nicht, dass das mehr ist als früher. Statistiken weisen darauf hin, dass es eher weniger passiert als früher. Aber es ist viel mehr im allgemeinen Gewahrsein, dass eben auch viele Menschen in ihrer Kindheit sexuell übergriffiges Handeln erlebt haben. Mädchen hauptsächlich, aber auch Jungen, nicht nur Mädchen, auch junge Männer werden Opfer von sexuell übergriffigem Verhalten. Also das sind so mal nur so die Zahlen so in der Gesellschaft um uns herum, aber auch im eigenen Leben. Also ich kann von mir sprechen, aber ihr könnt ja mal selbst überlegen, so wenn wir in unser
Umfeld gucken, vielleicht auch im eigenen Leben, aber mindestens wenn wir unser Umfeld anschauen. Ich kann so von meinem Umfeld sagen, in den letzten paar Jahrzehnten, ich habe so viel Schlamassel um mich herum gesehen, der entstanden ist durch sexuelles Fehlverhalten oder durch sexuell problematisches Verhalten. Wirkliche, echte Dramen, wirkliche, echte, tiefe Verletzungen, Menschen, die Beziehungen, die wirklich übelst geendet haben. Und oft ist es noch nicht mal böser Wille. Ja, oft sind diese Dramen nicht ausgelöst dadurch, dass da irgendein böser Übeltäter war oder eine Übeltäterin, sondern einfach, dass Menschen mit ihrer Sexualität, ja, dass da ein fehlendes Bewusstsein ist, ein Bewusstsein für die Möglichkeiten zu verletzen mit Sex und die Empfindlichkeit von dem ganzen Bereich. Also ich denke, das ist sozusagen mein Reim, den ich mir darauf mache, warum wir den dritten Vorsatz bekommen haben vom Buddha. Zum einen ist es ein Bereich Sexualität, in dem sehr starke Kräfte walten, sehr starke, archaische, manchmal auch rohe Kräfte walten, mit einer ziemlichen Macht. Nicht immer, aber manchmal. Und auf der anderen Seite ist es ein Gebiet, was sehr verletzbar ist, ja, wo Gefühle sind, die sehr, sehr verletzlich sind. Und diese Kombination macht das zu einem Bereich, wo man eben ethisch auch besonders hinschauen muss, meines Erachtens. Okay, was sagt der Buddhismus zu Sex und Ethik? Die Antwort ist, es kommt total drauf an, wie man fragt. Wenn man den Buddha fragen würde, der kann sich jetzt nicht äußern, wenn man schaut, was der frühe Buddhismus sagt oder was der Buddha selbst gesagt hat in den frühen Schichten der buddhistischen Lehre, was er immer und immer und immer und immer wieder sagt, ist, dass Verlangen, das Gier, Begehren eine Quelle von Leid ist. Das wird uns immer und immer und immer wieder um die Ohren geschlagen in den frühen Schriften. Ja, Begierde, Verlangen ist eine der Hauptursachen für Leid. Gier ist eine der drei unheilsamen Wurzeln, der drei Geistesgifte, neben Hass und Verblendung. Eine der drei Dinge, die in der Mitte vom Lebensrad, den ganzen Lebensrad andrehen. Gier ist auch die zweite der vier edlen Wahrheiten. Ja, die erste edle Wahrheit sagt, all dieses Leben, wie wir es kennen, ist Dukkha oder ist mit Dukkha verbunden. Und die Frage, warum, wird in der zweiten edlen Wahrheit beantwortet. Ja, die Hauptursache dafür ist Begehren, Verlangen, Durst haben wollen. Für die Leute, die das Lebensrad kennen, in dem äußeren Segment des Lebensrades, die 12 Nidanas, da ist auch Gier spielt eine ganz wichtige Rolle, denn an dem Moment, wo Empfindung passiert im Geist, da ist eine angenehme Empfindung, ist karmisch neutral. Aber in dem Moment, wo man danach durstet, wo man es haben will, das ist, das ist die sogenannte sagenumwobene Lücke. Wir nennen das immer die Lücke zwischen Empfinden oder Fühlen und Begehren. Aber die Lücke, die ist manchmal so winzig klein, dass man die gar nicht sehen kann, weil das so rasend schnell geht. Ich empfinde etwas Angenehmes und ich will es haben. Von Lücke ist da manchmal wenig die Rede. Das ist aber auch, Gier spielt da eine ganz wichtige Rolle. Das ist da, wo der karmisch relevante Prozess im Geist einsetzt. Gier ist auch eine der Kleshas, der Verunreinigung, ist eine Liste von 10 geistigen Verunreinigung oder Befleckung wird es auch manchmal genannt. Also Gier spielt eine prominente Rolle in der Lehre des Buddha und er hat da nichts für übrig. Ja, er sieht da nichts wirklich Gutes dran. Jetzt gibt es viele Formen von Gier, auch viele Formen von Verlangen, die beschrieben werden in den Schriften. Es gibt zum Beispiel die Gier nach Sein, nach Identität. Ich will eine Persönlichkeit, ich will ein Ich haben. Nach Nichtsein und so weiter, noch manches mehr, aber eben eine der Grundformen von Gier ist die sinnliche Gier, also das Begehren nach sinnlichen Eindrücken, nach Sinneslust. Und weil Verlangen eine Kraft in unserem Geist ist, die so viel Elend verursacht, in uns selbst, für uns selbst, ist es was, von dem der Buddha sagt, ja, wenn wir irgendwie vermeiden können, Verlangen zu schüren, Verlangen zu kultivieren und zu verstärken, dann sollten wir das tun. Und deswegen die Empfehlung für die Menschen, die dazu willens und in der Lage sind, die zur Zeit des Buddha und Jahrtausende danach in die Hauslosigkeit aufgebrochen sind, wie das manchmal heißt, die Mönche oder Nonnen wurden, dass sie im Zölibat leben. Also er empfahl das Zölibat als eine wichtige Praxis, also Enthaltsamkeit, sexuelle Enthaltsamkeit. Und für die Mönche, für die Nonnen, die diese Lebensweise aufgenommen hatten, also die wirklich Nonnenmönche geworden waren, galten auch und gelten auch heute noch strenge Regeln. Der Vinaya, das ist der
In den frühen Schriften im Pali-Kanon gibt es verschiedene Sammlungen, verschiedene Textgruppierungen. Eines davon ist der Vinaya. Und der Vinaya beschreibt die Regeln für die Ordinierten, für die Mönche und Nonnen. Und darin wird ganz klar gesagt, dass alle Formen von sexueller Betätigung für Mönche und Nonnen unakzeptabel sind. Da wird auch sehr detailliert beschrieben, was für Arten von Sex dazu alle gehören. Also offensichtlich, der Vinaya entstand immer dadurch, dass wenn irgendwas schief lief, dann wurde eine neue Regel eingeführt. Das heißt, all die Regeln, die da sind, sind aus gutem Grund, weil das irgendwann mal passiert ist. Ja, da wird also auch beschrieben, ja, es ist nicht nur Sex mit einer Frau, nicht nur Sex mit einem Mann, nicht nur Sex mit Tieren, auch Selbstbefriedigung. Also wird relativ detailliert beschrieben, was für Mönche und Nonnen alles inakzeptabel ist. Und tatsächlich gehört Geschlechtsverkehr, wenn ein Mönch oder eine Nonne nach dem Vinaya Geschlechtsverkehr hat, ist das eine der vier Verfehlungen, mit denen also sofort aus dem Orden rausfliegen. Neben Diebstahl, Mord und der Behauptung, man habe bestimmte spirituelle Erreichungen, die man nicht hat. Für die Laien galt natürlich was ganz anderes. Ja, es ist ja nicht so, als sei der Buddhismus von Anfang an eine reine klösterliche Tradition gewesen. Dieses Element, dieses Motiv des Aufbruchs in die Hauslosigkeit, des Hintersichlassens von weltlichen Bezügen war ein sehr starkes Motiv. Aber viele der Schülerinnen und Schüler des Buddha haben das nicht gemacht. Er hatte ganz viele von Anfang an Laien-Anhängerinnen und Anhänger und die waren auch valide Praktizierende. Es ist nicht, als wäre das die einzige Art der Praxis gewesen, das klösterliche Leben. Und was der Buddha sagte zum Thema Sex für Laien, also für Menschen, die kein Zölibatsgelübde irgendeiner Art hatten, keinen Vorsatz von Enthaltsamkeit, war recht allgemein. Er hat eigentlich sehr wenig Konkretes dazu gesagt, soweit ich das nachvollziehen kann. Ich habe jetzt nicht den ganzen Pali-Kanon gelesen, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Er sagte, dass man Kamesu mit Tatchara vermeiden soll, was wir auch regelmäßig rezitieren, auch heute Abend wieder rezitiert haben, dritter Vorsatz. Und das heißt wortwörtlich, Kamesu ist sinnliche Lust oder sinnlicher Genuss. Das heißt also gar nicht Sex eigentlich, sondern einfach sinnlicher Genuss ist Kamesu. Und Mitchachara ist falsches Handeln. Also wenn wir sagen, dass wir Kamesu Mitchachara vermeiden wollen, was wir immer sagen, wenn wir die Vorsätze rezitieren, sagen wir, dass wir falsches Verhalten in Bezug auf sinnlichen Genuss vermeiden möchten. Also der Vorsatz ist schon auch umfasst mehr als nur sexuelle Lust, sondern überhaupt alle Formen von sinnlicher Lust. Aber meistens interessanterweise fast überall, wo man den übersetzt findet, heißt es sexuelles Vielfalt in allen Traditionen, weil wahrscheinlich Sex einfach der Bereich ist von sinnlicher Lust, der am schwierigsten zu überwinden ist oder am meisten Raum eingenommen hat in Bezug auf diesen Vorsatz. Das heißt, der Buddha bleibt da recht allgemein. Er sagt, vermeide falsches Verhalten in Bezug auf sinnlichen Genuss. Und was oft auch genannt wird im frühen Buddhismus in Bezug dazu, sind drei ziemlich simple, klare Fälle, nämlich Ehebruch. Das ist also, was immer wieder genannt wird. Ehebruch ist eine Form von falschem Verhalten in Bezug auf sinnlichen Genuss. Entführung. Da müssen wir alle ein bisschen schmunzeln, weil Entführung ist jetzt so relativ irrelevant heutzutage. Aber ich glaube, das war in früheren Zeiten und in anderen Kulturen nicht irrelevant. Nämlich überall da, wo Frauen mehr als Besitz, als eigenständig agierende Individuen gesehen wurden, da musste man sie dann entführen, wenn man sie haben wollte, gegen ihren Willen oder gegen den ihrer Väter. Und Vergewaltigung ist das dritte, was explizit genannt wird. Also das ist, was man hören würde, wenn man sozusagen den frühen Buddhismus befragt. Spätere Schichten oder spätere Entwicklungen im Buddhismus haben durchaus mehr zum Thema Sex gesagt. Also es gibt eine sogenannte Scholastik, man könnte sagen buddhistische Scholastik, die späteren Schulen, die noch viel mehr den Dharma systematisiert und weiterentwickelt haben. Vor allem im tibetischen Buddhismus, ich glaube nicht, dass das in allen Schulen ist, aber vor allem im tibetischen Buddhismus sind da ziemlich genaue Ausführungen dessen, was denn nur akzeptabler, was inakzeptabler Sex ist, auch für Laien. Da gibt es also wirklich auch Listen. Die gibt es im Pali-Kanon nicht, die gibt es nur in den späteren Traditionen. Listen von welche Sexualpartner angemessen sind und welche nicht. Also zum Beispiel ein Partner oder eine Partnerin, deren Eltern nicht einverstanden sind, wäre also ein falscher Sexualpartner. Auch Homosexualität wird ausgeschlossen in den Schriften, zum Beispiel der Gelugpa-Schule im tibetischen Buddhismus. Was man im Pali-Kanon gar nichts findet, da findet man überhaupt nichts zu dem Thema für Laien.
aber eben in bestimmten späteren Schulen schon, weswegen auch der Dalai Lama bis zum heutigen Tag mehr oder weniger, weil er an die Schriften seiner eigenen Tradition gebunden ist, auch sagen muss, ja, Homosexualität ist aus buddhistischer Sicht nach meiner Tradition ethisch problematisch. Ja, er versucht das immer sehr diplomatisch auszudrücken, aber weil er sich an die Schriften seiner eigenen Schule gebunden fühlt, kann er eigentlich nichts anderes sagen. Dann werden da Listen aufgeführt, von welche Praktiken denn akzeptabel sind, welche Organe man denn dabei verwenden darf und welche nicht. Bestimmte Listen über welche Zeiten angemessen sind für Geschlechtsverkehr. Bei Tageslicht ist nicht so angemessen. Und welche Orte, ja, gibt da so unangemessene Orte. Also wenn man jetzt Sex hier im Schreinraum hätte, wäre das ein unangemessener Ort nach diesen Listen des tibetischen Buddhismus. Also eine deutlich restriktivere Auslegung als die, die man in den Schriften des ganz frühen Buddhismus findet. Eine Erklärung, warum das so ist, ist, dass diese Listen von Mönchen verfasst wurden. Und es kann sein, dass dadurch bestimmte Ansprüche oder bestimmte Standards, die für die Mönche galten, mehr oder weniger die Laienethik dann auch ein bisschen da eingedrungen sind. Eine andere Erklärung ist, dass wahrscheinlich einfach kulturelle Normen da eingeflossen sind. Bestimmte kulturelle Normen dessen, was akzeptabel oder unakzeptabel ist, sind wahrscheinlich da unreflektiert übernommen worden. Wenn man Buddhisten im Westen fragt, kriegt man wieder eine andere Antwort. Allgemein könnte man sagen, die meisten Buddhisten, die im Westen praktizieren, haben eine ziemlich lockere Einstellung zu sexueller Moral. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sich sehr oft eben auf die frühen Schichten des Buddhismus und dessen, was der Buddha selbst gesagt hat, beziehen. Was auch interessant ist, dass Buddhismus in den Westen kam zu einer Zeit, wo gerade die sexuelle Revolution in vollem Geschehen war. Ja, wir war gerade ein riesengroßer Wandel. Davor war jahrhundertelang eine sehr restriktive Sexualmoral hatte geherrscht und die sexuelle Revolution hat die ganzen Normen vollkommen auf den Kopf gestellt. Und das war gerade die Zeit, als der Buddhismus sich eben anfing, im Westen zu etablieren. Und ich habe in letzter Zeit öfter darüber reflektiert, weil ich dachte, die Situation zur Zeit des Buddha in Bezug auf Sex und 2000 Jahre danach war relativ simpel. Entweder man hatte Sex und hat eine Familie gegründet oder man lebte enthaltsam. Es gab nicht wirklich viel dazwischen, weil es keine Verhütung gab. Entweder man gründet eine Familie, man wird Haushälter. Deswegen auch diese starke Trennung zwischen Mönchen und Haushältern, weil es kein Zwischendinger. Entweder man gründet eine Familie mit 10 Kindern und sitzt da fest. Oder man lebt zölibatär. Kein Zwischending. Zu der Zeit, als der Buddhismus in den Westen kam, gab es natürlich völlig andere Möglichkeiten, genau wie wir heute ganz andere Möglichkeiten haben. Durch Empfängnisverhütung ist Sex von der Gründung einer Familie vollkommen entkoppelt worden. Es ist vollkommen getrennt oder weitgehend getrennt. Sex ist nicht mehr an die Notwendigkeit geknüpft, eine langfristige Beziehung zu erhalten. Das war früher nicht so. Ja, wenn man Sex hatte, musste man versuchen, eine langfristige Beziehung zu erhalten, weil da Kinder gezeugt wurden. Aber dadurch, dass das heute nicht mehr so ist, ist es möglich, viele wechselnde Partner zu haben. Es ist möglich, sexuelle Beziehungen einzugehen ohne jegliche Art von Verbindlichkeit, weil die nicht erforderlich ist. Jedenfalls nicht, weil man ja keine Familie gründen möchte. Und die Buddhisten, die in den Westen versuchten sozusagen den Buddhismus im Westen zu etablieren und zu schauen, was übernehmen wir denn jetzt, was übernehmen wir nicht, standen vor bestimmten Fragen, wo sie in der buddhistischen Tradition keine Antworten für finden konnten, weil dies ja ein Jahr nicht gab. Es gab keine Norm dafür, wie man Sex lebt, wenn man denn verhütet und keine Familie gründen will. Und es ist wahrscheinlich nicht Zufall, dass in vielen buddhistischen Gemeinschaften, unsere eingeschlossen, aber absolut nicht nur unsere, sondern in sehr vielen Gemeinschaften, die in den 60er, 70er Jahren im Westen entstanden sind, es früher oder später sexuelle Skandale gab oder sexuelle Probleme rund um Ethik und Sex. Und manches davon kann man, was unsere Tradition Triratna betrifft, nachlesen in diesem Büchlein, was wir haben, die Triratna Story. Die haben wir hier unten als Buch im Buchladen auf Englisch. Aber wir haben es auch in deutscher Übersetzung online im Netz. Also wer da ein bisschen drüber nachlesen will, kann das sich gerne im Netz anschauen. Was passierte, war, dass ziemlich experimentiert wurde. Ja, Menschen hatten keine Normen für diese Situation und haben experimentiert mit Sex. Wenn man den Partner häufig wechseln kann,
manche der Gedanken, die da so im Umlauf waren, war, naja, dann ist das ja gut, wenn man da nicht so anhaftet, ne? Wenn man also viele wechselnde Partner hat, dann hat man zwar den Spaß von Sex, aber man hat nicht die Gefahr des Anhaftens, wo der Buddha ja so gewarnt hat. Das waren so Ideen, die herrschten. Oder wenn man gleichgeschlechtlichen Sex hat, dann ist die Anhaften ja auch nicht so stark. Ja, bei homosexuellen Beziehungen gibt's ja nicht so viel Anhaften. Das waren Ideen, die teilweise herrschten. Die Praxis hat ziemlich schnell gezeigt, dass das totaler Unsinn war und dass in gleichgeschlechtlichen Beziehungen genauso viel Anhaften passieren kann wie in heterosexuellen Beziehungen. Oder auch Fragen, wie kann Sex vielleicht eine Rolle spielen in spiritueller Freundschaft, weil es ja Nähe schafft und Intimität. Also solche Fragen wurden gestellt und ja, durch Versuch und Irrtum wurden dann teilweise Antworten gefunden. Also es herrschte viel Verwirrung und Naivität in Bezug auf Sex, würde ich sagen, in den Jahren, als Buddhismus in den Westen kam, in vielen Schulen, einschließlich unserer. Und man hat gelernt, teilweise aus Verletzungen, teilweise weil Sachen schief liefen. Und heute gibt's wieder eine völlig veränderte Situation. Also heute, denke ich, ist das so eine Gemengelage. Auf der einen Seite haben wir diese Befreiung von dieser restriktiven Moral der vergangenen Jahrhunderte überwunden. Ja, wir haben irgendwie so das Schuldding über Bord geworfen und irgendwie glauben wir, alles, was Spaß macht, ist gut. Mehr oder weniger ist das sowas, was man sagen würde, alles, was Spaß macht im Bereich von Sex, ist okay. Und andererseits haben wir aber auch ein wachsendes Gewahrsein, dass eben da auch vieles, was vielleicht erstmal Spaß zu machen schien, auch durchaus in Schwierigkeiten führen kann. Also ne, wie, was für ein sensibler Bereich das ist. Und da herrscht nach wie vor, glaube ich, manchmal Verwirrung. Wir kehren da zurück zum Buddha und zum dritten Vorsatz. Okay, was ist denn das Wesen von buddhistischer Ethik an sich? Jetzt mal von dem dritten Vorsatz abgesehen. Worum geht's in buddhistischer Ethik? Es geht in buddhistischer Ethik nicht um Gebote oder Verbote, das wissen wir alle. Es ist keine Gebote- oder Verbotsethik. Manchmal sprechen wir von buddhistischen oder ethischen Regeln. Eigentlich ist das Wort Regel auch irreführend. Es geht auch nicht um Regeln. Es geht nicht darum, dass irgendjemandem etwas vorschreibt. Eigentlich ist der Charakter von buddhistischer Ethik eher so, als wenn man so durch einen dunklen Flur geht und da steht ein Schild Vorsicht Stufe. Man kann sagen, es interessiert mich nicht, was da steht, und dann stolpert man vielleicht oder auch nicht. Aber es ist eine Empfehlung. Ja, es ist eine Empfehlung. Da ist eine Stufe und da muss man aufpassen, da kann man sich schnell ein Bein brechen an der Stelle. Also das ist eigentlich, die ethischen Vorsätze haben diesen Charakter wie ein Schild Vorsicht Stufe. Es ist ein Hinweis auf Gefahren oder ein Hinweis auf potenzielle Zusammenhänge. Das heißt, buddhistische Ethik beschreibt, dass was in unserem Geist vor sich geht, ja, bringt uns Werkzeuge herauszufinden, was im eigenen Geist vor sich geht, wie sich das in unserem Handeln voraussichtlich ausdrücken wird und wiederum, was wir in unserem Handeln macht, was das für Folgen zeitigen kann. Also das ist eigentlich, was buddhistische Ethik tut. Diese Zusammenhänge aufzeigen zwischen dem, was im Geist passiert, was im Handeln passiert und was die Folgen sind. Und der Maßstab für ethisch oder unethisch letzten Endes ist die Frage, was schafft Leiden? Wenn wir in Einklang mit der Wirklichkeit leben, also ethisch leben, dann leben wir auf eine Weise, die nicht weiteres Leiden verursacht, in uns und auch nicht in anderen, aber vor allem in uns. Was der Maßstab für Ethik ist, was schafft Leiden, welches Verhalten schafft Leiden, welches Verhalten schafft Glück? Ja, wir säen bestimmte Bedingungen, wir ernten bestimmte Sachen. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, das ist, was Ethik beschreibt. Also eigentlich eine Anleitung für ein klügeres Leben. Aber wir bringen natürlich oft gerne so die Ideen von unserem vorbuddhistischen Verständnis von Ethik mit rein, wo es darum geht, ja, manche Sachen darf man, die sind richtig, und manche Sachen darf man nicht, die sind falsch. Das bringen wir ganz schnell bei Ethik mit ins Spiel, aber das ist eigentlich nicht im Geist des Dharma. Ja, eine unethische Handlung ist nicht eine, die man nicht tun darf oder die falsch ist, sondern eine, die normalerweise zu Leiden führt. Das ist, was unethisch bedeutet. Deswegen all die Vorsätze nehmen wir, wenn wir sie überhaupt auf uns nehmen, vollkommen freiwillig auf uns. Ja, nicht, weil jemand so sagt, du sollst das, sondern weil wir lernen möchten, freier zu sein von diesen Tendenzen in unserem Geist, die uns Leiden verursachen. Okay, Kamesu Mechachara, also das falsche Handeln in Bezug auf sinnlichen Genuss. Was wichtig ist zu verstehen, ist, sinnlicher Genuss ist total unproblematisch aus buddhistischer Sicht.
Also sinnlicher Genuss ist total unproblematisch. Der hat mit Ethik nichts zu tun. Da ist nichts ethisch oder unethisch dran. Lust ist total unproblematisch. Lust ist vollkommen okay. Lust ist auch nicht gut. So wie Leiden nicht schlecht ist. Lust ist Lust und Leid ist Leid. Ja, wenn wir lernen, uns von den weltlichen Winden zu befreien, dann lernen wir Lust anzunehmen, wenn sie da ist, und Leid anzunehmen, wenn es da ist, und uns nicht gegen das eine oder das andere zu wehren. Weil Lust an sich ist unproblematisch. Also keine lustfeindliche Ethik. Das, was problematisch ist, ist die Gier, die damit verbunden ist. Also wenn wir Lust empfinden und wir gieren nach mehr von dieser Lust, wir wollen davon mehr haben, das ist problematisch. Da ist, wo dann dieses ja schädliche Motiv des Habenwollens in unseren Geist eintritt. Das heißt, im Bereich des dritten Vorsatzes, im Bereich Sex, ist nicht problematisch, was wir tun, also was wir tun, sondern was unsere Geistesverfassung dahinter ist. Ist diese Geistesverfassung getrieben von Gier, von möglicherweise neurotischer Gier oder von Aversion, von Hass oder von Verblendung? Und das ist das, was eine Handlung unethisch macht, wenn sie von Gier oder von Hass oder von Verblendung motiviert ist. Und oft ist es nicht eine Frage von Schwarz und Weiß. Ist es entweder Gier, Hass oder Verblendung, oder ist es Liebe, Großzügigkeit und Geistesklarheit, sondern oft sind es Nuancen. Ja, ist es mehr oder weniger ethisch. Ja, es kann ein klein bisschen Gier dabei sein, oder es kann ganz viel Gier dabei sein. Das macht einen Unterschied. Das heißt, aus buddhistischer Sicht heißt eine ethische Sexualität, dass wir unsere Sexualität leben, auch unbefangen leben, aber versuchen, die Motive von Gier, von Hass und von Verblendung darin zumindest zu schwächen, zumindest nicht zu stärken, ja, langsam weniger werden zu lassen. Und dass wir lernen, durch unsere Sexualität mehr Kräfte auszudrücken wie Liebe, Fürsorge, Zärtlichkeit, Großzügigkeit, Klarheit. Also das ist eigentlich der Kern von buddhistischer Sexualethik. Aber ich will ein paar konkrete Felder ansprechen, die so problematisch sein können oder die Fragen aufwerfen können. Also eine Frage hatten wir schon am Ende vom letzten Abend, nämlich da sagt der Buddha im Sigalovardhana Sutta, das hatte ich ja mehrfach erwähnt, sagt er sowohl für den Mann als auch für die Frau, dass eine der Sachen, die sie tun sollten in ihrer Beziehung, ist treu zu sein. Wie verhält sich der Buddhismus? Was denkt der Buddhismus zum Thema Treue? Es ist von den Dingen, die der Buddha zu den Nichtmönchen sagte zum Thema Sex, das, was er am häufigsten erwähnt, soweit ich das sehen kann. Aber müssen wir natürlich auch den Kontext sehen. Also zur Zeit des Buddha bedeutete sexuelle Untreue, bedeutete eine Gefahr für den Familienverband. Das heißt, wenn man eine Familie hat, eine feste Beziehung hat und man ist sexuell untreu, dann kann das die bestehende Beziehung gefährden, dann kann das zu Zwietracht führen, dann kann das eine solides, stabiles Beziehungsgefüge aus der Balance bringen oder auch ganz aufbrechen. Das heißt, Untreue kann dazu führen, dass eine Familie auseinanderbricht. Und zur Zeit des Buddha wäre das wirklich fatal gewesen, weil ein Vater, der seine Familie verließ, ließ ihm Elend zurück, ja, weil er derjenige war, der das Brot verdient hat. Und natürlich gilt das teilweise auch heute noch, wenn wir in einer festen, in einer verbindlichen Beziehung sind mit jemandem, also wenn wir wirklich eine verbindliche Beziehung eingegangen sind und auch klar ist, dass wir da uns sexuelle Treue zugesagt haben, dann ist sexuelle Untreue, wenn wir einen Seitensprung machen, ist unethisch insofern, als wir unwahrhaftig sind. Ja, wir haben ein Versprechen abgegeben, was wir nicht halten. Oft verbergen wir das vielleicht, versuchen wir das geheim zu halten. Das heißt, dann kommt Unwahrhaftigkeit, Unehrlichkeit ins Spiel. Selbst wenn wir nicht unehrlich sind und dann mit offenen Karten spielen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir unseren Partner verletzen, zur Partnerin oder zumindest verunsichern. Und viel Beziehungselend entsteht dadurch, dass man Seitensprünge macht. Das könnt ihr sicherlich, wenn ihr guckt in eurem Umfeld, bestätigen. Ich denke, wir haben da alle x Beispiele in unserem Umfeld. Das destabilisiert eine vorhandene verbindliche Beziehung. Das gilt übrigens nicht nur, wenn man selbst in einer Beziehung ist,
sondern auch, wenn man eine sexuelle Beziehung mit jemandem anfängt, der in einer festen Beziehung ist oder die in einer festen Beziehung ist. Das gilt nicht nur für mich als jemand, der in einer verbindlichen Beziehung ist, sondern auch, wenn ich tatsächlich irgendwie sexuelle Avancen jemandem gegenüber mache, der in einer Beziehung ist, dann werde ich da wahrscheinlich jemanden verletzen. Es ist ziemlich naiv zu glauben, man könnte das machen, ohne zu verletzen. Manchmal macht man sich da echt was vor, man denkt, ach, wenn das niemand rausfindet, ne, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, wenn die das nicht wissen, aber das funktioniert so nicht. Ich glaube, jedes Element von Unwahrhaftigkeit, was in eine Beziehung kommt, wird Folgen haben. Selbst wenn die Wahrheit nicht sofort auf den Tisch kommt, das ist einfach ein Untergraben von einem Vertrauen, Untergraben von, von einem Vertrauensverhältnis zwischen zwei Menschen. Und trotzdem passiert das. Auch Buddhisten. Anders ist es natürlich, wenn ein Paar entscheidet, bewusst eine offene Beziehung zu haben. Das gibt es ja auch, ne? Dass wirklich eine Beziehung ganz bewusst offen gelebt wird und die Partner sich einigen, okay, wir sind zwar in einer festen Beziehung, aber wir lassen uns frei, auch andere sexuelle Beziehungen einzugehen. Was ist dann? Ich denke, da muss man sehr ehrlich mit sich sein und wirklich schauen, wollen das wirklich beide Partner? Ist das wirklich von beiden Partnern gewollt? Oder ist es, dass ein Partner das will und der andere vielleicht sozusagen mitzieht, weil er Angst hat, sonst könnte die Beziehung zu Ende gehen oder vielleicht ja aus Angst verlassen zu werden. Also in solchen Situationen muss man wirklich ehrlich sein, wollen das wirklich beide Seiten gleichermaßen. Und wenn beide Seiten das gleichermaßen wollen, ist noch die Frage, schaffen die das auch? Ja, sind die da realistisch? Ich kenne in meinem Umfeld mehrere Fälle, wo Menschen versucht haben, offene Beziehungen zu leben, aber doch der ein oder andere dann Schaden davon getragen hat, weil vielleicht das Ideal, was irgendwie so nett wirkte, dann in der Realität doch nicht so funktioniert ist, dann eben doch Verletzungen entstanden, vielleicht Eifersucht kam. Das heißt, kennt man sich selbst gut genug und weiß man, dass das funktioniert? Also wie oft klappen so offene Beziehungen in der Wirklichkeit? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. So in Filmen wird das manchmal sehr charmant dargestellt. Dann hat man manchmal so eine Dreiecksbeziehung, so ein Ménage à trois oder so zu viert oder so. Und das ist echt mal nett, aber wie oft kennen wir sowas in der Realität? Ich glaube, das kann funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Und wenn das funktioniert, ist das vollkommen in Ordnung. Aber die Frage ist, wie realistisch ist das, dass das wirklich funktioniert? Da müssen wir uns selbst sehr gut kennen. Und selbst dann ist natürlich immer noch die Frage, warum will ich vielleicht einen weiteren Partner? Wenn ich in einer festen Beziehung bin, warum möchte ich noch eine Geliebte oder einen Geliebten, noch einen Liebhaber haben? Warum ist mir das nicht genug, eine Beziehung? Warum brauche ich mehr? Ist da ein gewisser Hunger dahinter? Ist da eine Unersättlichkeit, eine Unzufriedenheit dahinter? Also das sind Fragen, die sich jeder selber stellen muss. Da gibt es nicht irgendwie so eine Instanz, die von außen kommt und sagt, ja, das ist jetzt richtig oder das ist falsch. Aber das sind so echte Fragen, die man sich selbst stellen muss. Ein anderer Bereich ist, was ist mit Promiskuität, Sex ohne jede Verbindlichkeit? Was ist da der ethische Status? Ist das ethisch, ist das unethisch? One-Night-Stands können das sein. Ja, ich habe halt immer hier und da mal irgendwie einen One-Night-Stand, eine Affäre mit jemandem für eine Nacht. Oder, was ja auch durchaus oft gelebt wird, ich habe verschiedene Sexpartner, mit denen ich ab und zu mal Sex habe, aber mit niemandem ist es verbindlich und das ist auch von allen so vereinbart, sozusagen nur Gelegenheits-Sexpartner. Sowas kann auch gut gehen, wenn alle damit wirklich zufrieden sind. Aus buddhistischer Sicht spricht da nichts dagegen, seinen Sex so auszuleben. Ja, Buddha hat niemals gesagt, wenn du Sex hast, musst du das in einer verbindlichen Beziehung tun. Also wenn von Untreue sprach, sagte er, wenn du in einer verbindlichen Beziehung bist, dann honoriere die. Aber er sagte nicht, das ist die einzige Form, die möglich ist. Aber ja, man muss wirklich auch da wieder ehrlich mit sich sein. Ist das ein entspanntes Spielen mit sexueller Lust? Ja, ich habe einfach echt unverkrampften Spaß, angenehmen Sex und da hängen keine Gefühle dran, keine Verletzung auf beiden Seiten, alles gut. Sind alle damit glücklich oder zufrieden? Oder kann es sein, dass vielleicht doch ein Partner mehr erwartet? Für mich ist es ein Spiel, völlig unverbindlich, aber für den Partner ist es vielleicht kein Spiel oder eigentlich erwartet er mehr und ist dann traurig. Sind wir wirklich klar mit dem, was wir da tun? Das sind Fragen, die man sich stellen müsste. Ist der One-Night-Stand, kann ich da auch irgendwie respektvoll und liebevoll sein, ohne dass ich große Gefühle für den Partner hege? Ja, ich muss nicht die Partnerin, den Partner lieben im Sinne von nicht einer romantischen Liebe, aber kann ich trotzdem auch in einer kurzen, reinen
sinnlichen Begegnungen liebevoll und respektvoll sein. Und da muss man einfach mit sich selbst realistisch und ehrlich sein. Oder ist es vielleicht doch nur so ein bisschen krampfhaftes Suchen nach dem nächsten sexuellen Kick? Das kann einem niemand anders beantworten. Die Fragen kann man sich nur selbst stellen und selbst beantworten. Eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man so eine Neigung hat, viele kurze sexuelle Begegnungen haben, One-Night-Stands, ist, machen die mir auch nüchtern Spaß? Wenn die nur im alkoholisierten Zustand Spaß machen, dann ist das ein Indiz dafür, dass es vielleicht doch nicht so simpel ist, wie ich vielleicht denke. Kann ich meinen Selbstrespekt, gehe ich mit mir selbst voller Respekt und voller Würde um? Okay, ein weiterer Bereich, wo manchmal Fragen auftauchen, ist der Bereich Selbstbefriedigung. Was ist da, die Ethik davon? Wahrscheinlich denkt man, ja, da ist ja sowieso kein anderer beteiligt, ist ja klar, ethisch unproblematisch. Aber so simpel ist das ja nicht, ne? Ethik hat damit zu tun, was in unserem Geist passiert. Das heißt, die Frage ist, was passiert in unserem Geist, wenn wir uns selbst befriedigen? Welche Geistesverfassungen werden da ausgedrückt? Welche Geistesverfassungen werden verstärkt? Auch da kann jeder das nur für sich selbst beantworten. Ist das einfach nur ein unbefangenes Ausleben von sexueller Energie? Ja, vielleicht ist da irgendwie so ein Energiestau und ich befreie das dadurch. Ist das einfach Lust? Oder ist da eine starke Gier, die mit verbunden ist? Vielleicht so ein starkes Getriebensein? Vielleicht ist das ein Motiv, was mich, ja, wie oft denke ich daran? Wie stark besetzt das meinen Geist? Wie viel Raum nimmt es in meinen Gedanken ein? Kann ich auch mal Phasen ohne haben, wenn ich zum Beispiel auf Retreat bin? Oder ist das schwierig? Ja, was kann ein Indiz dafür sein? Hat das einen Suchtcharakter oder nicht? Oder ist es einfach unschuldiges Spielen mit Lust? Wie viel Druck ist dahinter? Ist da ganz viel Druck dahinter oder ist das nicht der Fall? Und da ist auch wichtig, jetzt nicht so diese moralischen Werturteile von, das ist richtig oder das ist falsch, damit reinzubringen, sondern wirklich zu gucken, was passiert in meinem Geist. Welche Gewohnheiten habe ich in meinem Geist? Welche bilde ich da aus? Sind sie für mich hilfreich oder nicht? Auch da wieder ganz viel Selbstbefragung. Verbunden damit der Bereich Fantasien, sexuelle Fantasien, Ethik. Buddhistische Ethik hat nicht nur mit dem zu tun, was wir tun, mit Handlungen, sondern auch mit dem, was wir geistig tun. Das heißt auch, was wir in unserem Geist rund um Sex treiben, ist ethisch oder unethisch. Das heißt, wenn ich mich in sexuellen Fantasien ergieße, fällt kein anderes Verb ein, wenn ich sexuelle Fantasien habe in meinem Geist, ist die Frage, was stelle ich mir davor? Ja, also auch wenn ich mir das nur vorstelle, nicht ausagiere, was ist die Rückwirkung auf meinen eigenen Geist? Ja, wenn ich zum Beispiel sexuelle Fantasien habe über Menschen, die ich wirklich kenne, könnte ich mich fragen, fänden die das jetzt gut? Und wenn die das nicht gut fänden, dann ist das in gewisser Weise das Nicht-Gegebene zu nehmen. Das ist recht subtil, ja, merkt ja keiner außer mir. Aber es ist trotzdem, ja, wenn ich Fantasien habe über jemanden, von dem ich weiß, dass er das unangenehm fände oder von dem ich nicht sicher bin, dann ist das eine Form von in Gedanken Missbrauch. Das ist ein starkes Wort, aber es ist das Nicht-Gegebene zu nehmen. In einem buddhistischen Sangha sind viele Dinge möglich. Jemand hat mir mal eingestanden, dass er sich selbst befriedigt hat mit einem Foto von mir. Das fand ich unangenehm. Das fand ich sehr unangenehm. Das fand ich sehr mutig, dass die Person das eingestanden hat. Und habe ich auch angenommen, aber ich fand das unangenehm. Es war eine Form von sexuellem Fehlverhalten, wenn ich das nicht möchte. Ja, überhaupt der ganze Bereich Sex und Respekt. Wo ist Respekt da? Wo ist vielleicht ein bisschen Druck da? Wo überschreite ich Grenzen, die ich nicht überschreiten sollte? Auch subtil. Das kann auch in einer Beziehung sein, in einer festen Beziehung. Ich habe Lust auf Sex, mein Partner, meine Partnerin hat gerade weniger Lust und ich dränge aber, ich dränge mich auf. Ich möchte etwas haben, was der andere gerade nicht geben möchte. Oder vielleicht möchte ich bestimmte Praktiken, die mein Partner oder meine Partnerin nicht so gerne hat. Und ich dränge das aber auf. Auch das ist eine Form von Nicht-Gegebenen zu nehmen. Oder auch wenn ich sexuell provoziere, jetzt jemand, mit dem ich nicht in einer Beziehung bin, wenn ich jemanden sexuell provoziere auf eine Weise, die unangebracht und vielleicht von der anderen Person unerwünscht ist, ist auch die Frage, was ist da, ne? Was mache ich da? Nehme ich da was nicht gegeben ist? Also eigentlich überschreite ich bestimmte Grenzen. Also man kann Sex auch benutzen, um zu manipulieren oder um
Macht auszuüben. Und manchmal sind die Grenzen so fließend, ne? So ein harmloses, nettes Flirten macht ja echt Spaß. So, ne? Ein bisschen Flirten, das ist ja eine nette Energie. Aber nettes, harmloses Flirten kann schnell umkippen in was, wo es mehr geht um, ich merke, ich habe Macht über dich. Ich habe gerade Macht über deinen Geist und ich spiele das aus, ich koste das aus, ich nutze das aus. Also das sind so ganz schmale Grenzen. Oder vielleicht das harmlose, nette Flirten, ich wecke irgendwo Hoffnungen, habe aber überhaupt nicht vor, die zu erfüllen. Aber ich genieße das, dass ich über jemanden diese Macht habe, dass ich jemanden scharf machen kann, auch wenn ich überhaupt nicht vorhabe, damit was zu tun. Also wo ist es ein angenehmes Spiel mit Lust, mit dem wir auch ruhig unverkrampft und ja, freudvoll umgehen können? Und wo kippt es um in irgendetwas, wo so Motive von Macht oder Nötigung, auch wenn es nur subtil ist, zum Tragen kommen? Ein weiterer Bereich, den ich kurz ansprechen möchte, ist der Bereich, wo sich Sex und Gewalt vermischen. Muss man sich auch genau anschauen. Klar, wenn die Gewalt sich gegen andere richtet, ganz klar, ist es unethisch. Ja, wenn ich irgendjemandem sexuell Gewalt antue und zu etwas nötige, was er oder sie nicht will, ist das Gewalt. Aber was, wenn das einvernehmlich ist? Wenn Gewalt im Spiel ist und das ist einvernehmlich in der Sexualität? Wenn beide daran Spaß haben, beide das wollen, beide das als lustvoll erleben? Ja, das ist der ganze Bereich auch der von sadomasochistischer Sexualität, der ganze Bereich von BDSM. Das ist mehr und mehr im Gewahrsein und wird auch mehr und mehr thematisiert, ob das in der Literatur ist oder in Filmen, und wird auch mehr praktiziert. Und es ist interessant, weil Lust und Schmerz wirklich nah beieinander liegen. Ja, so man kennt man ja, ob das nur ist, wenn man irgendwie eine kalte Dusche nimmt oder sowas. Das ist unangenehm und es ist angenehm. Ja, so Lust und Schmerz können echt nah beieinander liegen. Und was, wenn ich merke, das Zufügen von oder das Erleben von Schmerz ist für mich lustvoll? Ist was, was ich sexuell lustvoll finde? Wie verhält sich's damit? Was ist der ethische Status davon? Vielleicht erstmal, was wir uns klar machen müssen, nicht alles, was einvernehmlich passiert, ist deswegen automatisch ethisch. Ja, auch im Bereich Sex nicht. Auch was einvernehmlich ist, also wenn etwas nicht einvernehmlich ist, ist es unethisch, aber der Umkehrschluss gilt nicht, dass alles, was einvernehmlich passiert, ethisch ist. Denn wenn wir uns jetzt zu zweit einvernehmlich zu Tode saufen, würde niemand sagen, dass das ethisch ist, obwohl es einvernehmlich passiert. Das heißt, man muss wieder genau hinschauen. Ja, wenn man eine Neigung zu solchen Tendenzen hat, zu solchen Praktiken hat, muss man wirklich genau hinschauen, welche Tendenz in meinem Geist stärke ich. Also wenn ich zum Beispiel merke, es bereitet mir Lust, Schmerz zuzufügen, sexuelle Lust, oder es bereitet mir Schmerz, jemanden zu erniedrigen, auch das ist so eine Spielart von sadomasochistischer Sexualität. Welche Tendenzen würde das in meinem Geist, wenn ich das ausagiere, welche Tendenzen wird das in meinem Geist stärken? Buddhistische Psychologie besser zu verstehen, nützt einem da. Weil was mir Lust bereitet, ist erstmal ethisch neutral. Ja, wenn ich nun mal die Tendenz habe, dass bestimmte Fantasien mir Lust bereiten, dann ist das, was Buddhismus Vedana nennen würde. Das ist einfach eine Empfindung. Das ist bedingt durch irgendwelche früheren Dinge bedingt. Ja, bestimmte Sachen machen mir sexuell Spaß. Das ist vollkommen ethisch neutral. Also ob ich beim Anblick von Gewalt sexuelle Lust empfinde, ist ethisch neutral erstmal. Aber was ich dann damit tue, ist nicht mehr ethisch neutral. Also suche ich diese Situation aktiv auf, erzeuge ich diese Situation, das ist dann karmisch durchaus relevant. Also die Lust am Schmerz ist ethisch neutral, aber das aktive Zufügen oder das aktive sich zufügen lassen von Schmerz ist eine andere Sache. Was tue ich da mit meinem Geist? Was für bestimmte Muster kultiviere ich in meinem Geist? Was für Schneisen karmisch grabe ich in meinem Geist? Das sind Fragen, die man sich dann ganz klar stellen muss. Ja, genau, den letzten Satz. In diesem Bereich BDSM, Sadomasochismus, gibt es eine ganze Bandbreite auch von Praktiken, von den vielleicht ganz harmlosesten bis zu wirklich sehr extremen Praktiken. Und auch da muss man wirklich gucken, was tue ich da? Was kultiviere ich in mir und in meinem Partner? Letzter Bereich, den ich ansprechen will, der vielleicht Fragen aufwirft, wie hält sich mit Pornografie? Wahrscheinlich, wenn ich das Wort sage, haben die eine Hälfte denkt sofort, geht gar nicht. Die andere Hälfte sagt, wieso, ist doch harmlos. Wahrscheinlich haben wir da alle irgendwelche starken Meinungen zu dem Thema. Vielleicht auch nicht. Aber wahrscheinlich haben viele hier starke Meinungen zu dem Thema.
Aber auch das wieder ist nicht so simpel. Ne? Die Frage ist, was tue ich mit meinem Geist? Auch da gibt es eine große Bandbreite. Es gibt sicherlich erotische Bilder oder Filme, die zwar erotisch sind, aber auch durchaus ästhetisch sind. Ja, die vielleicht durchaus eine respektvolle Darstellung von Körpern, von Menschen sind. Das ist was ganz anderes, als wenn ich Bilder habe oder Filme habe oder Material habe, was eine Darstellung von Sex hat, die entwürdigend ist oder verrohend ist. Also die Motive zeigt, wo Menschen degradiert werden. In der Regel sind das Frauen, nicht immer, aber meistens. Also was für Motive konsumiere ich da, wenn ich erotisches Material anschaue? Ist es was, was eher verfeinert ist, oder ist es etwas, was verrohend wirkt auf meinen Geist? Ja, welche Emotionen löst das in mir aus? Ganz ehrlich. Ist das heilsam? Ist das unheilsam? Ja, es kann sein, dass es die Darstellung von entspannten Sex irgendwie Spaß, vielleicht ziemlich harmlos, gesunde Lust. Aber es kann auch sein, wenn es mit Gewalt vermischt ist oder mit Verachtung von Menschen, mit Entwürdigung, dann ist das eine ganz andere Sache. Und natürlich muss ich mich fragen, wie wird dieses Material hergestellt? Was für eine Wirkung hat das auf die Menschen, die in der Pornoindustrie arbeiten? Also auch so eine Frage ist natürlich eine wichtige. Gut, das waren jetzt nur ein paar, nicht ausschöpfend, aber ein paar Bereiche, wo vielleicht besondere Fragen auftauchen können zum Thema Sex und Ethik. Gehen wir zurück zum Buddha oder zu den buddhistischen Grundprinzipien von ethischem Handeln. Eine wirklich ethische Geistesverfassung ist jede Geistesverfassung, die frei ist von Gier, von Hass und von Verblendung. Und wenn man erleuchtet ist, hat man das dauerhaft. Wunderbar, tolle Vorstellung. Aber natürlich haben wir alle Momente, wo unser Geist mal temporär frei ist von Gier, Hass und Verblendung. Will ich doch schwer hoffen, dass wir die alle haben. Regelmäßig hoffentlich. Vielleicht nur immer kurz. Aber wir haben diese Momente, wo der Geist... Jeder Moment, in dem wir lieben, wo wir wirklich Liebe, Metta fühlen, ist ein Moment, wo wir frei von Gier und von Hass sind. Ja, man kann nicht gleichzeitig Metta haben und Hass. Man kann auch nicht gleichzeitig Metta und Gier haben. Es kann sich unheimlich schnell abwechseln, aber gleichzeitig kann es nicht da sein. Jeder Moment, wo wir Dankbarkeit haben, wo wir Vertrauen haben, ist ein Moment, wo für den Moment unser Geist frei ist von diesen Kräften. Und buddhistische Ethik heißt, das zu kultivieren. Wir kultivieren diese Geistverfassung und wir versuchen, die anderen Geistverfassungen, die eher destruktiv sind, zumindest nicht zu stärken, womöglich zu schwächen, zu transformieren. Und im Bereich auf Sexualität ist im Buddhismus Brahmacharya ein großes Ideal. Also Brahmacharya, was manchmal übersetzt wird mit Zölibat, aber Brahmacharya heißt eigentlich der Weg des Brahma. Das heißt die Seinsweise eines Lebewesens in einer Götterwelt. Und das Ideal hat nichts mit Askese zu tun. Also wenn man vielleicht Zölibat hört oder Keuschheit, Enthaltsamkeit, denkt man, oh ja, da muss man sich was abschneiden, da muss ich auf irgendwas verzichten. Aber eigentlich das Ideal von Brahmacharya ist nicht ein Ideal von Verzicht, sondern ein Ideal davon, dass man mit sich ganz ist, dass man auch ohne sinnlichen Genuss in sich eine ganz tiefe Zufriedenheit und Ganzheit entwickelt. In Meditation hat man manchmal einen Vorgeschmack davon, von einer ganz tiefen Zufriedenheit, von einem ganz tiefen bei sich sein, in sich ruhen, heil sein. Das idealerweise wären Leute, die Brahmacharya praktizieren, Leute, die darüber hinausgewachsen sind, ja, die also sozusagen was gefunden haben in sich, was viel befriedigender ist als Sex. Nicht Leute, die sich versuchen, irgendwas mit Hängen und Würden sich zu versagen, was sie eigentlich gerne hätten. Ja, eigentlich ist Brahmacharya ein Weiterwachsen, ein über etwas hinauswachsen, nicht ein Entsagen im engeren Sinne. Und wir können das erleben in Meditation. Überhaupt Meditation, wenn es tiefer geht und wenn Meditation auch in Dhyanas wird oder in tiefere Bereiche, kann zu Geistesverfassungen führen, die mindestens so befriedigend sind wie der beste Sex, aber irgendwie viel unkomplizierter und viel dauerhafter. So, sich einfach auch viel länger halten lassen. Und Sankarakshita sagte mal, er sagte in gewisser Weise, spirituelle Entwicklung ist immer... Immer, wenn man wirklich ein spirituelles Leben führt, immer eine Entwicklung hin zu Brahmacharya, zu diesem Ideal von Brahmacharya. Nicht zu Enthaltsamkeit im Sinne von, ich lasse etwas, was ich gerne machen möchte, sondern zu einem in sich Ruhen, wo ich nichts mehr brauche, weil ich in mir vollkommen zufrieden und glücklich bin. Allerdings ist die Entwicklung oft sehr allmählich, seien wir ehrlich. Und das Ideal mag da sein, aber manchmal fühlt sich das noch sehr, sehr fern an. Ja, es ist eine Entwicklung ganz allmählich dahin.
Also eine Entwicklung vielleicht von eher neurotischem, getriebenen Sex hin zu gesunden, respektvollen, entspannterem Sexleben hin. Und von dort vielleicht nimmt das nach und nach an Bedeutung ab und wird einfach weniger zentral und weniger wichtig im Leben. Aber wir müssen ganz realistisch sein, wo wir gerade stehen in dem Bezug, ehrlich sein. Und ja, da gibt es dieses Ideal von Brahmacharya im Buddhismus, aber wir sind natürlich umgeben von einer Gesellschaft, die was vollkommen anderes propagiert. Unsere Gesellschaft ist eine hochgradig sexualisierte Gesellschaft. Ob wir gucken in den Medien, ob das Werbung ist oder Literatur oder Film oder Musik, überall springt uns das Motiv von Sex irgendwie an. Unsere Gesellschaft idealisiert Sex oder überhöht Sex sehr stark. Misst in Sexualität eine unglaublich große Bedeutung bei. In gewisser Weise wird uns ständig die Vorstellung vermittelt, dass ein erfülltes Leben ohne Sex überhaupt nicht geht. Also ein ganz anderes Bild als das, was der Buddhismus eigentlich anbietet. Ein erfülltes Leben geht nur mit Sex. Anders geht das gar nicht. Und der Sex muss nicht nur regelmäßig sein, sondern er muss auch spannend, aufregend sein, mit möglichst immer wieder neuen Positionen, neuen Ansätzen und neuen Erlebnissen. Und das möglichst bis ins hohe Alter. Und wer nicht sicher ist, ob ich übertreibe, guckt mal in seinen Spam-Ordner. Und ich weiß nicht, wie viele Spam-E-Mails ihr da schon rausgefiltert habt, die euch irgendwelche potenzsteigernden Mittel verkaufen wollen oder irgendwelchen, oder ihr guckt in Frauenzeitschriften, wahrscheinlich auch in Männerzeitschriften, die kenne ich nicht, wo man dann die neuesten Tipps, wie man auch sein Sexleben interessant und spannend hält, findet. Das ist einfach ein Riesenthema. Ja, so, wie halte ich dieses Sexleben spannend, aufregend und immer neu und immer den neuen Kick? Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns als Buddhisten. Da ist diese Gesellschaft, die uns ein Ideal anbietet, und das haben wir ja auch schon oft lange Zeit uns aufgenommen. Und dann ist der Buddhismus, der uns ein ganz anderes Ideal anbietet. In diesem Spannungsfeld müssen wir uns irgendwie orientieren. Was, wenn zum Beispiel das Interesse an Sexualität nachlässt? Ob das jetzt altersbedingt ist oder vielleicht sogar praxisbedingt, ja, weil ich vielleicht weniger getrieben mich fühle, sondern einfach andere Sachen habe, die mich für mich wichtig geworden sind, die mich viel mehr erfüllen oder ebenso sehr wie Sex. Aus dem Blick der Gesellschaft ist das ein Problem, ne? Die Libido muss aufrechterhalten werden. Und wenn die abflaut, dann muss ich vielleicht irgendwelche Medikamente nehmen oder sowas. Ja, ganze Ärztekongresse befassen sich mit der Frage, wie man abflauende Libido um Gottes Willen wieder anregen kann. Ja, und aus buddhistischer Sicht wahrscheinlich ein Buddhist sagen würde, na ja, wo ist das Problem? Ist doch vielleicht irgendwie ganz entspannt, wenn das nicht mehr so ein großes Thema ist. Aber in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Wir haben irgendwie erstmal uns mit unserer derzeitigen Bedürfnislage. Die meisten von uns wollen Sex. Viele von uns haben wahrscheinlich Spaß an Sex. Viele von uns hätten gerne Spaß an Sex, haben aber zu wenig. Ja, müssen einfach sehen, wo bin ich da gerade und was ist tatsächlich für mich gerade realistisch? Wo bin ich gerade? Rundherum sind wir in dieser sexualisierten Welt, die Sex idealisiert, und irgendwo am Horizont haben wir dieses Ideal von Brahmacharya. Und ja, in diesem Spannungsfeld müssen wir versuchen, weise Entscheidungen zu treffen, indem wir die eigene Sexualität so unverkrampft und entspannt wie möglich leben, gleichzeitig dabei so respektvoll wie möglich mit uns selbst umgehen und mit unseren Partnern Zufriedenheit üben. Falls wir einen Partner haben, versuchen Zufriedenheit zu üben mit unserem Partner. Falls wir keinen Partner haben, auch mit dieser Situation Zufriedenheit zu üben. Wenn wir sexuell aktiv sind, einen Partner haben, versuchen das liebevoll zu leben, ja, liebevolles Gewahrsein zu halten für unseren Partner, für unsere Partnerin. Menschliche Nähe, Respekt, Zärtlichkeit, Wertschätzung damit reinzutragen. Und mit dem eigenen Verlangen geduldig umzugehen und umsichtig. Um das einfach auf eine Weise auszudrücken, die möglichst wenig schadet und wenn möglich immer, ja, mehr getragen wird von Großzügigkeit und Liebe statt von Gier und Zufriedenheit.